Guten Abend zusammen. Toll, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Wir diskutieren ein wirklich bemerkenswertes Ergebnis und haben heute Abend bei uns Vertreter der beiden Parteien, die die größten, ja, die eigentlich dramatische Verluste hinnehmen mussten. Nämlich Ursula von der Leyen für die Union ist bei uns und Manuela Schwesig für die SPD. Außerdem haben wir da Vertreter der beiden Parteien, die heute die stärksten Gewinne gemacht haben. Alexander Gauland für die AfD, und Wolfgang Kubicki für die FDP. Jetzt ist es richtig. Und der müsste sich mit Cem Özdemir von den Grünen zusammentun, um regieren zu können. Außerdem ist bei uns der Kolumnist des Stern, Hans-Ulrich Jörges. Herzlich willkommen an Sie alle. Herr Jörges, ich würde gerne mal mit einer These in die Sendung gehen, dass Union und SPD nach 4 Jahren großer Koalition dermaßen auf die Mütze bekommen haben, ist die Quittung für einen dann zuletzt absolut ideenlosen, ambitionslosen Wahlkampf, der gar nichts mehr wollte und der die Wählerinnen und Wähler sträflich unterfordert hat. Stimmen Sie zu? Dem stimme ich vollkommen zu. Denn in der Phase, als die SPD noch im Angriff war gegenüber der Union und es so aussah, als ging es um die Macht in Deutschland, lag die AfD bei 7% in den Umfragen. Jetzt ist sie so rausgekommen. Das heißt, ich habe gar nicht nur auf die AfD geguckt, sondern auch die anderen sogenannten kleineren Parteien, die inzwischen schon ordentlich groß geworden sind, haben alle davon was abbekommen, dass sich im letzten Moment, nach meinem Gefühl, in den letzten 2, 3 Wochen Wähler dann von den großen Parteien getrennt haben und sagen, es geht nicht mehr um die Macht, sondern dann stellt man andere Überlegungen an, man will eine bestimmte Zweitpartei groß machen. So ist es dann eben gekommen. Und diejenigen, die die Nase voll hatten von der großen Koalition, haben eben im Wesentlichen AfD gewählt. Und so ist das ausgegangen. Und Sie sehen die letzten 2, 3 Wochen. Ja, da hat sich das noch mal richtig verschärft. Da ist die CDU-CSU abgebröckelt dramatisch, die vorher stärker war. Und die SPD hat auch noch mal verloren. Was die SPD jetzt beschlossen hat, sehr schnell, nach meinem Gefühl auch sehr richtig, nämlich die Große Koalition zu beenden, hat dazu geführt, dass in der Endphase des Wahlkampfs die Spannung so draußen war, dass die gesamte Parteienlandschaft umgestülpt worden ist. Und was wir hier erleben, ist ein Umbruch in der deutschen Politik von größtem Ausmaß. Und das, was wir heute Abend erleben, ist noch längst nicht alles, was da noch kommen wird. Wir werden erleben, glaube ich, dass die Parteiführungen der Parteien der Großen Koalition alle mittelfristig abgelöst werden. Davon bin ich fest überzeugt. Herr Schulz moderiert schon den Übergang in der SPD. Er wird nicht den Fraktionsvorsitz übernehmen. Das wird vielleicht Andrea Nahles machen, jedenfalls er nicht. Mhm. Dann muss es wirklich einen tiefen Schnitt geben in der SPD, einen Generationenschnitt. Es müssen neue Menschen kommen, vor allem auch mehr Frauen als bisher. Frau Schwesig wird sicher dazugehören und andere. Und ich glaube niemals, dass Angela Merkel jetzt noch 4 Jahre durchregiert mit dem schwächsten Wahlergebnis seit 1949. Ich glaube, auch sie wird sich Überlegungen machen müssen, wie sie den Übergang moderiert. Ich glaube, dass 2018 auf dem nächsten Parteitag die Chance besteht, eine neue Parteivorsitzende oder Vorsitzende zu wählen und dann danach den Kanzler zu wechseln. Und das ist eigentlich in der CSU, guckt man heute nicht so genau hin, auch längst fällig jetzt. Die CSU hat mehr verloren als die CDU. Die CSU ist unter 40% gestürzt. Die AfD hat in Bayern das beste Ergebnis in den westlichen Bundesländern gehört. Das heißt, die Strategie von Horst Seehofer, die AfD zu schonen und ihr nach dem Mund zu reden in der Flüchtlingspolitik, ist fürchterlich gescheitert für die CSU. Und das setzt nach meiner Auffassung den Prozess in der CSU in Gang setzen, jetzt endlich Seehofer zu zwingen, eine Nachfolgeregelung in Gang zu setzen. Also auch mittelfristig den Übergang zu moderieren. Frau von der Leyen, ich habe ein interessantes Interview von eben gefunden, dass Sie im November 2016 dem Spiegel gegeben haben. Das ist also fast ein Jahr her jetzt. Und damals haben Sie gesagt, die Große Koalition hat zu einer Erklärungsfaulheit geführt. Da Sie das doch genau gesehen haben, es auch tatsächlich vor fast einem Jahr schon gesehen haben, warum haben Sie dann diese Erklärungsfaulheit nicht abgelegt oder mindestens auch im Wahlkampf nicht vollständig abgelegt? Also zunächst einmal führen große Koalitionen, das haben wir jetzt zum zweiten Mal ja auch erlebt, dazu, dass die Ränder gestärkt werden, weil in der Tat... Das ist wie ein Naturgesetz und dem muss man sich dann hingeben. Dem muss man sich nicht hingeben, aber die Debatten sind, das hat man ja auch gemerkt im Bundestag, auch manchmal nicht so kraftvoll gewesen, wie man sich das auch wünscht. Und deshalb habe ich das damals auch
genau so formuliert. Und warum haben Sie es dann nicht anders gemacht? Wir dürfen nicht vergessen, ich finde, dass der Wahlkampf sehr viele Themen aufgegriffen hat, die die Menschen wirklich bewegen. Also innere Sicherheit ist ein Thema, das die Menschen wirklich umtreibt. Das ganze, die ganze Frage auch der Integration ist ein Thema, das uns umtreibt. Zum Schluss kamen auch Themen wie Pflege. Das werden die Themen der Zukunft sein. Ich hätte mir mehr gewünscht, natürlich die Debatte auch über Bildung oder über Digitalisierung, weil das wird Klimaschutz. Uns in den nächsten Klimaschutz. Das wird aber uns das hätten Sie alles Jahren, machen können, Frau von der Leyen. Entschuldigen Sie, aber wenn man weiß ja auch, dass diese Themen, Sie brauchen auch Menschen, die mit Ihnen, die auch tatsächlich zum Fliegen bringen. Und ich glaube, auch das Thema Europa ist meines Erachtens zu kurz gekommen. Der Wahlkampf ist sehr stark fokussiert gewesen, dann auch immer wieder auf Fragen rund um die AfD. Das haben wir ja auch in den großen Sendungen gesehen. Nein, nein, und es ist auch an Ihnen, auch an denjenigen, die den Wahlkampf führen. Zumal eine Partei, die den Kanzler, die Kanzlerin wiederstellen will, die Themen vorzugeben. Sie haben am Donnerstag in der Schlussrunde der sogenannten von ARD und ZDF haben Sie noch mit einem Ergebnis von 40% für die Union gerechnet, müssen jetzt sehen, dass Sie das auch sagen, schlechteste Ergebnis seit 1999. Was ich dazu gesagt habe, nämlich, dass wenn ist, und deshalb dürfen wir, müssen wir auch, glaube ich, die Dinge da klar sehen. Ich habe gesagt, wenn kein Stimmensplitting stattfindet in Richtung FDP in einem ausgeprägten Maße. Fangen Sie nicht damit an, dass Sie uns Stimmen geschenkt haben. Nein, nein, nein. Aber wir sehen, dass wir 1,5 Millionen an die FDP abgegeben haben. Das ist einfach so. 1,3. 1,3 Millionen. Aber ein erheblicher Teil ist an die FDP gegangen. Was ich damit sagen will, ist auch in all der Schwierigkeit des heutigen Abends, ist aber auch eine ganz klare Botschaft, die man nicht vergessen darf, dass nämlich das bürgerliche Lager sich sehr klar positioniert hat, dass gegen die extremen Ränder, nämlich die Linke und die AfD, 77% der Menschen gestimmt haben. Also auch das darf man nicht vergessen. Hier findet eine grundsätzliche Auseinandersetzung über die zukünftige Ausrichtung unserer Demokratie, unseres Europas, unseres Landes statt. Und deshalb frage ich würde noch ich die mal, Zahlen auch nicht kleinreden, sondern ich finde es wichtig, auch zu sagen, dass dort... Wir vergessen immer diejenigen, die tatsächlich auch für die Demokratie aufgestanden aber jetzt noch mal sind und die für das offene Land aufgestanden Ergebnis, sind. Über die müssen wir auch Sie mal wollten reden. Ja ein anderes. Das ist das schlechteste Ergebnis seit 1949. -8,6% für die Union. War es dann erkennbar zu denkfaul, zu selbstgefällig auch, eine Wohlfühlwolke über das ganze Land zu legen, in dem wir angeblich so gut und gerne leben? Denn das war der Spruch von Ihnen, der wirklich verfangen hat. Also, das Ergebnis ist nicht gut, damit das noch mal ganz klar ist. Und haben Sie es falsch gemacht? Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es richtig ist, gegen eine Haltung in der SPD, dass dieses Land vollkommen ungerecht wäre, auch die Tatsachen zu setzen. Wir haben eine Wirtschaft, die brummt, ganz ohne Zweifel. Wir haben so viel Arbeit in Deutschland, wie wir noch nie gehabt haben. Wir haben die Jugendarbeitslosigkeit besiegt. Ich finde das unglaublich beeindruckend. Welches Land auf diesem Globus kann das schon von sich sagen? Das ist ein Riesengeschenk an die Jüngeren. Und wir haben aber dramatische Themen, die wir diskutiert haben mit aller Intensität in der inneren Sicherheit. Da werden wir sicherlich heute Abend auch noch mal drüber sprechen. Wo sich interessanterweise auch abzeichnet, wie viel stärker inzwischen der Konsens ist, zum Beispiel bei der inneren Sicherheit auch deutlich besser zu werden, 15.000 Polizisten einzustellen, intelligent sie auszustatten. Wissen Sie, was passiert, wenn man Ihnen jetzt zuhört, Frau von der Leyen, ist, glaube ich, dass der Verdacht aufkommt, dass Sie nicht nachdenken mögen darüber, wo auch die eigenen Versäumnisse sind. Hören wir mal zu, was die Bundeskanzlerin, die Parteivorsitzende, eben in der Berliner Runde gesagt hat, angesprochen auf das für Sie auch dramatisch schlechte Ergebnis. Ich hätte mir sicherlich ein etwas besseres Ergebnis gewünscht, aber ich bin nicht enttäuscht. Ich danke erstmal den Wählerinnen und Wählern, die uns die Stimme gegeben haben. Und außerdem sind wir klar stärkste Kraft geworden, CDU und CSU gemeinsam. Und das war eines unserer wichtigen Ziele. Und das zweite Ziel ist, dass gegen uns auch keine Regierung gebildet werden kann. Wir sind 12 Jahre, bin ich jetzt an der Spitze einer Regierung. Und da finde ich, ist das ein Ergebnis, auf dem sich aufbauen lässt.
weiß nicht, wie Sie das gehört haben, Herr Kubicki. Hat Angela Merkel Ihrer Meinung nach da erkennen lassen, dass sie verstanden hat, was die Wählerinnen und Wähler ihr auch mit diesem Ergebnis sagen wollten? Oder interessiert es sie gar nicht, weil es ihr offensichtlich nur um die Titelverteidigung ging? Ja, zunächst müssen Sie mich nicht fragen, was Angela Merkel sich gedacht hat oder nicht gedacht hat. Könnte sein, dass Sie mit der zusammenarbeiten demnächst. Es kann sein, muss aber nicht unbedingt sein. Und die spannende Frage ist, für mich ist es ein gewisses Maß an Realitätsverweigerung. Also wer das schlechteste Ergebnis in der Geschichte des Landes einfährt, muss sich schon Gedanken machen, dass es nicht nur an den dummen Wählern gelegen haben kann oder an der FDP oder an der AfD, sondern dass auch eigene Versäumnisse da sind. Übrigens ähnlich wie bei der Sozialdemokratie. Ich muss mich bei anderen Parteien nicht einmischen, aber wer so lange mitregiert und dann erklärt, Deutschland ist ungerecht, der muss sich fragen lassen, was habt ihr die letzten 15 Jahre gemacht? Nordrhein-Westfalen 50 Jahre für Deutschland, 28 Jahre. Und wer wie die Kanzlerin ja mal erklärt, sie stünde für die innere Sicherheit, der muss den Kontrollverlust im Jahre 2015 erklären und muss bis heute sagen, warum wir noch kein Zuwanderungsgesetz haben, um das wieder in den Griff zu bekommen. Da widerspricht sich die Union. Das merken die Menschen. Die haben ein sicheres Gespür dafür, dass das, was man sagt, mit dem, was man tut, nicht übereinstimmt. Und das ist die Quittung. Also doch, Frau von der Leyen. Also, das Ergebnis ist nochmal nicht gut, ist gar keine Frage. Aber ich finde, man muss jetzt auch nicht zu sehr in Sack und Asche gehen, sondern ich finde wichtig, dass wir uns jetzt mit dem Ergebnis, so wie es da ist, auseinandersetzen und versuchen, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Dann werden wir ja in die Detailfragen reingehen in den Gesprächen. Es wird in den Fragen, die das Land umtreiben, und es wird hoffentlich auch die großen Fragen geben, die ausgelassen worden sind im Wahlkampf. Und dort werden sich dann die unterschiedlichen Positionen ausschälen, und wir werden gemeinsam versuchen, eine stabile Regierung zu bilden. Herr Özdemir, 51% der Deutschen sagen, so hat das zumindest Infratest DIMAP herausbefördert, 12 Jahre Angela Merkel seien genug. Aus dem, was Angela Merkel da gesagt hat, vielleicht auch aus dem, was Ursula von der Leyen bislang gesagt hat, schnurrt er ein bisschen zusammen darauf, das, was Frau Merkel gesagt hat, wir sind die stärkste Kraft, gegen uns kann keine Regierung gebildet werden. Haben Sie daraus den Anspruch herausgehört, irgendetwas Neues für unser Land zu wollen? Ja, ich habe ja auch dieses TV-Duell gesehen zwischen den beiden Spitzenkandidaten von SPD und CDU/CSU. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war doch eher so die in Stein gemeißelte Alternativlosigkeit. Die Zukunft fand in dieser Debatte jedenfalls nicht statt. Digitalisierung, Bildung, Klimaschutz, die Themen, die mit der Zukunft zu tun haben, fanden da nicht statt. Aber ich will zu der Runde von gerade eben was sagen. Ich fühlte mich so ein bisschen in meine Schulzeit erinnert. Ich hatte eine großartige Gemeinschaftskundelehrerin, die hat uns immer erklärt, dass Wahlabende so aussehen, dass alle Politiker am Wahlabend sich zu Siegern erklären. Und Politikerinnen auch. Und irgendwie habe ich gerade auch wieder so das Déjà-vu-Erlebnis. Irgendwie haben alle die Wahl gewonnen. Jetzt sage ich mal was. Und bei uns stimmt ganz das ja. Herr Kubicki gewinnt natürlich immer. Aber jetzt sage ich mal was ganz Ungewöhnliches. Wir haben ja zweifelsohne zugelegt, oder? Ja, plus 0,5. Trotzdem sage ich jetzt mal was. Wir haben unsere Ziele nicht erreicht, weil wir haben uns mehr vorgenommen. Ich sage mal was vielleicht Ungewöhnliches für einen Politiker. Und ich glaube, dass wir angesichts des Ergebnisses der AfD vielleicht alle gut beraten sind, mal die Textbausteine von gestern und vorgestern mal beiseite zu lassen, um mal zu überlegen, was ist da eigentlich passiert? Da fand ein Erdrutsch statt. Ich bin nicht, mir reicht es nicht, dass ich hier feiere, dass die Grünen zugelegt haben, sondern es ist auch mein Land und in meinem Land gibt es eine tiefe Spaltung. Und ich muss mich doch auch als Grüner damit beschäftigen, was das für meine Partei heißt. Sehen Sie das jetzt eigentlich erst? Dass alle sich damit beschäftigen. Sehen Sie das eigentlich jetzt erst? Auf Basis dieses Ergebnisses oder wussten Sie das vorher auch schon, dass es diese Spaltung unseres Landes gibt? Naja, das hat sie ja abgezeichnet. Die Umfragen haben das ja angedeutet, dass die AfD deutlich stärker wird, wie wir uns das alle gewünscht haben. Und jetzt, glaube ich, gibt es zwei Aufgaben. Auf der einen Seite gibt es die Aufgabe im Bundestag, das kriegt man über die Talkshows zum Teil mit, wie sich das Klima verändert, drastisch verändert in dieser Republik, die Tonlage. Das werden wir im Bundestag hart angehen müssen. Da ist es wichtig, dass wir unser großartiges Grundgesetz in Schutz nehmen. Es ist wichtiger, dass Sie das im Bundestag machen, als in den Talkshows. Ich neige nicht dazu, die Rolle der Talkshows zu überschätzen. Wir machen das überall dort, wo es notwendig ist, werden wir dieses großartige Land nicht schlecht machen lassen. Ich werde nicht mit zulassen, dass eine Partei, deren Loyalität zu Wladimir Putin größer ist, wie zu diesem großartigen Land in diesem Land, was zu sagen hat. Aber ich sage auch, mit den Wählern müssen wir uns beschäftigen. Da sind eine Menge Leute dabei, die müssten da vielleicht gar nicht sein.
Und da müssen wir uns Gedanken darüber machen, welchen Beitrag welche Partei leisten kann. Ich finde, Herr Jörges hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Eins hat nur nirgendwo funktioniert. Nehmen Sie Österreich, nehmen Sie all die Länder, wo Sie eine starke rechtspopulistische, rechtsradikale Partei haben. Der Versuch, sie klein zu machen, indem er ihre Sprache übernimmt, ihren Slang übernimmt, zahlt immer bei denen beim Original ein. Also Demokratie verteidigen und gleichzeitig Probleme lösen. Das ist ich staune, dass Sie immer ratzfatz sofort bei der AfD sind. Ich war da noch gar nicht. Ich war zunächst einmal danach zu gucken, was ist passiert auf Seiten der bisher regierenden Parteien. Was ist denen von den Wählerinnen und Wählern mit aufgegeben worden? Und wir haben sie nicht umsonst nebeneinander gesetzt, wir sind ja nicht doof, sondern haben uns überlegt, das könnte zum Beispiel die neue Koalition sein. Wenn die nicht zustande käme, Frau Schwesig, gehen Sie dann trotzdem tatsächlich in die Opposition mit der SPD, auch um den Preis von Neuwahlen? Die SPD hat heute deutlich gemacht, dass wir diese Wahlniederlage eingestehen. Das ist für uns ein bitteres Ergebnis, ein schwieriger Abend. Und wir können nicht erkennen, dass die Wählerinnen und Wähler uns den Auftrag gegeben haben, weiter zu regieren. Die Große Koalition ist heute abgewählt worden. Ich stehe dazu, dass wir in dieser Großen Koalition gute Dinge gemacht haben. Wir haben im Wahlkampf versucht, deutlich zu machen, dass es aber nicht ausreicht, dass wir mehr wollen. Das ist uns nicht gelungen. Ich will Warum eigentlich nicht? Was ist darüber können wir gleich sprechen. Ich will nur noch einmal noch mal erklären, weil das haben wir uns ja jetzt nicht im Schnellschuss überlegt, unseren Weg, sondern das haben wir klug überlegt. Es war ja in den letzten Tagen schon spürbar, in welche Richtung es gehen kann. Und heute Abend eben auch noch mal beraten. Und ich will es noch einmal erklären und erinnern. Okay. Wir sind mit 25% beim letzten Mal, und das ist auch kein grandioses Ergebnis für die SPD, gewählt worden und in die Große Koalition gegangen. Wir haben vorher gesagt, was wir vorhaben. Das haben wir auch mit der CDU und CSU gut in den Koalitionsvertrag reinverhandelt. Wir haben ein breites Mitgliedervotum bekommen für diese Große Koalition. Wir haben alles, was wir versprochen haben, durchgesetzt. Sogar noch Dinge darüber hinaus, wenn ich an den Unterhaltsvorschuss für die Alleinerziehenden denke. Das heißt ja nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Sonst hätten wir jetzt nicht dieses Ergebnis kassiert. Aber ich will sagen, wir haben die Dinge so gemacht, wie wir sie vorhatten und auch gesagt haben. Und wir gehen jetzt mit 20% raus. Das ist nicht das Signal an die SPD, macht so weiter. Das haben wir verstanden. Und mein zweiter Punkt: Opposition in der Demokratie ist auch Verantwortung. Klar. Und ich bin bei Herrn Özdemir, dieser Deutsche Bundestag wird ein anderer sein. Ich bin sicher, dass das heute Abend noch gar nicht alle wissen. Ich weiß, was es bedeutet, mit der AfD im Parlament zu arbeiten oder eben auch nicht. Wir haben das in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Diese starke AfD, das ist so, wird nicht nur den Deutschen Bundestag, sondern auch unser Land verändern. Und deshalb braucht es eine lebendige Opposition. Und da übernehmen wir als stärkste Oppositionskraft jetzt diese Rolle und auch überlassen um sie Preis, eben nicht der AfD. Auch um den Preis von Neuwahlen. Ich sehe keine Neuwahlen. Wenn die 30 nicht einigen? Ich sehe die Verantwortung von CDU, CSU, die trotz starker Verluste eben stärkste Kraft geworden ist. Dafür haben sich die Menschen im Land entschieden. Die Grünen haben ein bisschen hinzugewonnen, die FDP ist neu drin. Alle drei sagen, sie können es besser und sie stehen jetzt in der Verantwortung, diese Regierung zu bilden, gerade angesichts der schwierigen Zeiten. Ich sehe gar nicht, warum die drei, das ist jetzt nicht meine Lieblingskonstellation, ist schon klar, aber wir haben ein anderes Ergebnis kassiert. Aber werden Sie Einladungen ablehnen, ich sehe nicht, wenn Sie eingeladen werden? Ich sehe nicht, warum Sie nicht eine stabile Regierung bilden können. Da sind Sie jetzt in der Verantwortung. Aber in der schwierigen Situation, in der wir jetzt sind, kann doch eine stolze Partei wie die SPD, die beim Nationalsozialismus im Gegensatz zu anderen Parteien Gott sei Dank auf der richtigen Seite stand. Also eine solch stolze Partei kann doch jetzt nicht sagen, wir sind im Schmollwinkel. Ich verstehe das, dass heute Abend, das ist ein hartes, bitteres Ergebnis, das hatten wir auch schon mal, das ist nicht nur Ihre Spezialität, aber dass man dann wenigstens am Tag danach nochmal nachdenkt und sagt, alle demokratischen Parteien müssen doch jetzt zu Gesprächen gehen und bereit sein, für unser Land Verantwortung zu übernehmen. Ich bin Ihnen total dankbar, dass Sie heute Abend an die Rolle der Sozialdemokraten in den letzten 150 Jahren erinnern. Und, das meine ich wirklich so. Das weiß ich auch. Ich weiß, dass Sie es ernst meinen. Und eine davon war, dass es die Sozialdemokraten waren, die sich damals im Reichstag dagegen gestellt haben. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Es ist nicht heute Abend besonders schön, dieses Wahlergebnis zu kassieren. Aber gerade an den Abenden wie diesen weiß ich ganz genau, dass ich richtig in der Sozialdemokratie bin und dass auch unsere Rolle ist, in der Opposition mit einer Regierung wieder mal eine lebendige Demokratie zu machen.
und zu pflegen. Und uns muss es gemeinsam gelingen, die Menschen, die sich abgehängt fühlen, die nämlich deshalb auch AfD stark gewählt haben, wieder zu gewinnen. Das können wir sogar uns als Demokraten überlegen, wie wir das hinkriegen. Aber jetzt so zu tun, als Opposition irgendwie bäh ist oder Schmollecke, das ist falsch. Wir sind nicht in der Schmollecke. Alleine, wir haben uns für diesen klaren Kurs entschieden. Sie haben Verantwortung und ich wüsste jetzt nicht, wovor Sie eigentlich Angst haben. Ich glaube, alleine die Überlegung. Alleine die Überlegung zu verhindern, dass die AfD in dieser Situation Oppositionsführerin im Parlament wird, rechtfertigt diese Entscheidung der SPD. Mein Gott, also die AfD, nur lass mich mal ausreden, die AfD hat sich in diesem Wahlkampf deutlich rechtsradikalisiert. Und solche Sätze, wie sie Herr Gauland unter anderem gesagt hat, dass wir jetzt stolz sein dürften auf die Leistungen der deutschen Soldaten in zwei Weltkriegen, den ich für der schlimmste Satz, den er von vielen Schlimmen gesagt hat. Herr Jorge, Sie gucken allein zurück. Das rechtfertigt es. Ich gucke auf ich gucke nicht zurück. Was jetzt kommt. Und das, dies offensichtlich merken wir doch jetzt, dass solche Sätze Wähler nicht mehr abschrecken, die AfD zu wählen. Das macht es umso notwendiger zu verhindern, dass sie dann noch die erste Geige im Bundestag spielt. Insofern brauchen wir wieder eine Zuspitzung zwischen den beiden großen Parteien, SPD in der Opposition und CDU/CSU in der Regierung. Herr Kubicki. Ich finde das mittlerweile ziemlich komisch, dass wir so diskutieren, als schon die Machtergreifung durch die AfD unmittelbar bevor. Die haben 13% bekommen. Die Linke war Oppositionsführer der letzten 4 Jahre, hat auch keiner gemerkt. Also so zu tun, als wenn die Oppositionsführerschaft was Bedeutendes wäre, halte ich für eine Chimäre. Nur ich finde es verantwortungslos, was die Sozialdemokraten machen. Sie sagen, wir verabschieden uns jetzt und ihr müsst es jetzt machen. Ob wir es können oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die staatspolitische Verantwortung kommt zu uns. Denken Sie denn, dass Sie es nicht können, Herr Kubicki? Ja, also nee, ich weiß nicht. Sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber zu sagen, Grüne und Liberale müssen auf Bundesebene auf jeden Fall koalieren, damit Merkel Kanzlerin bleiben kann, halte ich auch genauso für unverantwortlich. Wir haben ein Programm. Wir sind gewählt worden mittlerweile von 10,5% der Menschen, die darauf vertrauen, dass wir das ernst meinen. Genau. Und das wird sich nicht wegwischen lassen dadurch, dass Angela Merkel Kanzlerin bleiben soll. Und Sie haben vor einer Woche war es sogar, haben Sie selber gesagt, Sie haben uns sowieso ständig im Wahlkampf gesagt, was Sie alles besser können. Sie haben vor einer Woche selbst gesagt, dass Sie bereit sind für Regierungsverantwortung. Jetzt wüsste ich gar nicht, wo Sie da ein Problem haben. Man hat fast das Gefühl, Ihnen geht heute Abend der Hintern auf Grundeis, dass es wirklich so kommen könnte. Aber wo ist das Problem, Herr Kubicki? Warum sagen Sie das jetzt immer, die SPD müsste es machen? Wollen Sie damit den Preis hochtreiben? Ist das für eine Verhandlungsführung? Ich sage nicht, Sie müssen es machen. Aber Sie können nicht von vornherein sagen, wir machen es nicht, überlassen das dann den anderen. Ja, aber das dürfen Sie doch sagen. Das gehört doch zur guten demokratischen Tradition auch mit dazu, dass man Gespräche miteinander führt, weil es immerhin um unendlich viele Inhalte geht, die man miteinander ausdiskutieren muss. Also ich finde, vorwegzunehmen, dass hier schon klar wäre, wie sich die Konstellation im nächsten Bundestag zwischen Regierung und Opposition aufstellt. Ich glaube, diese Frage der Inhalte, und ich hoffe, wir kommen auch irgendwann noch mal zu den Themen, denn daran hat ja auch der ganze Wahlkampf gekrankt, dass wir immer drum herum geredet haben, aber nicht über die Themen. Ja, das ist taktisch. Das Entscheidende, dieses Land für die nächsten 4 Jahre, wie wir das aufstellen. Aber von vorne das sind die Themen. Das ist keine Taktik. Einfach. Sie, ich habe am Anfang ganz aufmerksam zugehört. Sie haben sich Sie wissen, ich schätze Sie persönlich, aber Sie haben sich hier ziemlich selbstgefällig hingesetzt nach dem Motto, ja, ist jetzt nicht so toll, das Ergebnis, was runtergegangen ist, aber ist halt so und wir machen weiter. Das können Sie als stärkste Kraft sagen. Angela Merkel hat den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Aber diese Selbstgefälligkeit haben wir nicht. Frau wir haben uns ziemlich klar mit diesem Wahlergebnis auseinandergesetzt. Es ist sehr hart für uns. Und wir haben wahrgenommen, dass obwohl wir in den letzten 4 Jahren wichtige Themen vorangebracht haben, und ich finde, es gibt ganz viel, was in den nächsten Jahren vorankommen muss, und ich selber als Ministerpräsidentin werde in Regierungsverantwortung diese Themen auch gut unterstützen, wenn sie unser Land voranbringen. Aber zu einer Demokratie gehört doch auch eine gute Opposition. Vielleicht ist das auch das Problem der letzten Jahre. Und das stimmt. Es waren die Unterschiede zwischen uns nicht klar genug deutlich. Sonst wäre es nicht so, dass wir so viele Menschen verloren haben. Wir müssen auch heute Abend mal sagen, wir haben eine ganze große Masse von Menschen verloren. Und ich habe es auch im Wahlkampf gehört, die gesagt haben, ihr habt uns nicht mitgenommen, zum Beispiel beim Flüchtlingsthema. Da muss doch mal auch so ein Abend sein, wo wir sagen, das nehmen wir ernst. Aber da kann man sich doch nicht gleich in die Opposition verabschieden, sondern wir müssen genau diese Themen annehmen. Aber die Themen miteinander auch zu diskutieren. Frau Schwesig, das kann ja tatsächlich sein. Stellen Sie mal vor, wir würden sagen, wir können nicht miteinander. Und dann? Machen wir Neuwahlen? Deshalb habe ich die ganze Zeit gefragt, würden Sie es auch um den Preis von Neuwahlen durchhalten? Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Ihnen und zwischen uns. Wir sind beim letzten Mal mit einem auch
schwierigen Ergebnis von 25% in die Regierung gegangen, haben uns dieser Verantwortung gestellt. Ich finde auch, dass wir es ganz ordentlich gemacht haben. Wir können nicht alles richtig gemacht haben, sonst hätten wir nicht dieses Ergebnis von heute Abend. Und jetzt sind wir mit viel weniger rausgegangen. Das ist doch nicht die Botschaft der Wähler, liebe Sozis, macht mal einfach weiter so. Wir haben die Botschaft verstanden. Sie sind neu reingekommen und haben die ganze Zeit Wahlkampf damit gemacht, dass sie es besser machen. Dann müssen Sie das jetzt auch mal machen. Sie können doch heute Abend nicht schon Angst davor haben. Wo sehen Sie denn eigentlich die großen Probleme, Herr Kubicki? Eher bei der Zusammenarbeit mit der CSU oder bei der Zusammenarbeit mit den Grünen? Bei beiden, ist doch gar keine Frage. Wir haben ja nicht Wahlkampf gemacht gegen die Sozialdemokraten, sondern auch Wahlkampf gemacht gegen die Politik der Union. Das ist jetzt Ihr Problem. Das finde ich eine billige Geschichte, die Sie hier treiben. Nee, heute haben Wählerinnen und Wähler entschieden. Und Sie ziehen sich von vorne aus der Verantwortung, ja, weil Sie taktisch an die SPD denken. Also, erwarten aber gleichzeitig, dass die Grünen oder wir einen wesentlichen Teil unserer bisherigen politischen Überzeugung über Bord schmeißen. Also, Herr Kubicki, ich widerspreche Ihnen ganz klar. Ja, klar. In einer Demokratie. Es ist auch so, dass die Leute, die in der Opposition sind, Verantwortung übernehmen. Absolut, das haben die da gibt es ja auch keinen Widerspruch. In den vergangenen Jahren da gibt's gemacht. Keinen Widerspruch. Und diese Opposition wird eine andere als in den letzten Jahren sein. Die meisten hier in Berlin, im politischen Berlin, haben noch überhaupt keine Vorstellung davon, wie es mit der AfD wird. Glauben Sie mir, die Verantwortung in der Opposition als Oppositionsführer zu übernehmen, das ist nicht verantwortungsvoll. Das wird eine große Verantwortung, die wir übrigens alle als Demokraten haben, dafür zu sorgen, dass die AfD, die in ihren Funktionären rechtsextremistische Züge hat, wieder zurückgedrängt wird. Und dass wir die Menschen, die das Vertrauen in uns verloren haben, auch wieder zurückgewinnen. In der Frage, dass die Opposition diesmal eine ganz besonders wichtige Aufgabe hat, bin ich zu 100% bei Ihnen. Aber jetzt sage ich noch mal was Ungewöhnliches. Wir haben uns heftig gezofft im Wahlkampf. Und trotzdem werde ich die Einladung annehmen, weil es auch nicht nur um die Parteiinteressen geht, sondern ab und zu geht es auch mal ums Land. So, und das heißt, da muss man Verantwortung übernehmen. Aber das ist doch, Herr Özdemir, wenn... Das ist doch wenn die Union uns zu Gesprächen einlädt, das ist die größte Fraktion, die muss einladen, dann werden wir da hingehen. Gut. Wir werden gut vorbereitet hingehen. Wir werden mit dem Gesprächsansatz hingehen, die Gespräche nicht so zu führen, dass sie scheitern, sondern ernsthaft testen, ob es inhaltlich geht heißt oder nicht. Aber das müssen doch alle machen, damit es funktioniert. Ich meine, wenn diese Wahl eine Aussage hat, dann ist es die Aussage, dass die große Koalition abgewählt ist. Sie fordern ausgerechnet... Heißt das, Herr Özdemir, dass Sie... Jetzt trotzdem am Interesse des Heißt das, dass Sie zu den Verhandlungen diesmal Jürgen Trittin nicht mehr mitnehmen? Bei dem Ihnen ja zuletzt Wolfgang Schäuble hier in der Sendung gesagt hat, der habe das alles kaputt verhandelt. Ich war in der Sendung auch dabei, Sie werden sich vielleicht daran erinnern, und ich habe ihn da widersprochen. Ja, Frau Will, wir waren da zu dritt, und ich habe ihn da widersprochen, das ist die Sicht der Union, es gibt auch eine andere Sicht, dass eben Herr Seehofer jetzt nicht unbedingt das allergrößte Interesse am erfolgreichen Zustandekommen der Gespräche hatte, aber ich will mich jetzt gar nicht so sehr mit der Vergangenheit beschäftigen. Ich sage nochmals, wir führen die, wen wir da mitnehmen, das entscheiden die Grünen selber, das mache ich nicht in der Talkshow, da bin ich um Verständnis dafür. Gehen Sie mal davon aus, wir gehen gut vorbereitet mit den richtigen Leuten und dahin. Auch mit der Zielsetzung, und eine Regierung zu bilden, das hatten Sie ja auch an mit derselben dem Tag, Zielsetzung, die ich vor der Wahl gesagt habe, erstens Klimaschutz, zweitens starkes Europa und drittens Gerechtigkeit. Sie hatten gesagt, nur ich will die Grünen in eine starke Regierung führen. Das mit war das. Den Inhalten. Und die Inhalte Was sind klar, dafür haben wir einen Wählerauftrag. Das Wahlergebnis zeigt ja auch, dass die Wähler wollen, dass das, wofür wir uns da eingesetzt haben, stark wird. Die Union hatte das Plakat für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ich will in Deutschland, in dem auch meine Kinder und Kindeskinder gut und gerne leben. Und das hat viel mit dem Klimaschutz zu tun. Das ist für mich ein essentieller Punkt. Ohne den gehe ich in keine Koalition. Herr Gauland, Sie haben heute Abend gesagt, Sie wollten Frau Merkel jagen. Sie haben gesagt, die Regierung müsse sich warm anziehen und haben gesagt, wir werden uns und unser Land, nein, uns, unser Land und unser Volk zurückholen. Was soll das heißen? Ganz einfach, das sagen wir ja nun schon die ganze Zeit. Ich finde es übrigens lustig, dass die ganze Zeit über uns geredet wird, ehe überhaupt mit uns geredet wird. Aber wir ist waren halt bei einer so. Regierungsbildung, ganz ehrlich. Und da machen Sie, glaube ich, nicht mehr. Bei der Regierungsbildung. Aber wir nehmen das nicht tragisch. Denn die Behandlung, die Sie alle uns immer angedeihen lassen, bringen unsere Zahlen immer wieder nach oben. Das wollte ich nur noch mal sagen. Insofern ist genau, sowas auch genau, der alte Trick, nützlich. Herr Gauland, Sie stellen sich als verfolgte Unschuld dar. Aber ich falle nicht drauf rein. Also, wir haben gerade über die Regierungsbildung gesprochen. Ist ja gut. Deshalb komme ich jetzt zu Ihnen, keine, Herr Gauland, weil Sie diese Kritik. Regierung jagen ja, wollen. Ja, das ist völlig Merkel richtig. Jagen. Was ja, ist das für eine halten, Begrifflichkeit? Das ist eine Und was Begrifflichkeit, soll das heißen? Das ist eine Begrifflichkeit, die im politischen Leben erlaubt
erlaubt ist, ist es völlig klar. Das ist eine klare Oppositionspolitik. Wir sind gewählt worden von Menschen, die eine andere Politik wollen. Wir wollen, dass die Rechtsbrüche aufhören, dass es keine Masseninvasion in dieses Land gibt, dass Europa nicht zum Superstaat ausgebaut wird. Dafür sind wir gewählt worden und das werden wir im Bundestag vertreten. Das ist alles, was ich damit gesagt habe. Wir werden das natürlich auf parlamentarische Weise tun, ist doch völlig klar. Und wenn hier schon von Machtergreifung geredet wird, der Einzige, der das nicht macht, ist Herr Kubicki, Gott sei Dank. Das ist doch absolut lächerlich. Wir sind eine demokratische Partei. Wir haben demokratische Regeln. Wir sind von einem Teil der Bevölkerung gewählt worden. Es ist doch völlig lächerlich, uns ununterbrochen mit der rechtsradikalen Keule zu kommen. Ich komme Ihnen anders. Würde gerne mal wissen, und deshalb habe ich auch noch mal nach der Begrifflichkeit gefragt. Aufgefallen ist Jagen heute, aufgefallen ist ohnehin, dass Sie im Grunde genommen immer gegen alles sind. Auch die sogenannten Altparteien aus Ihrer Perspektive mit schärfster Kritik überziehen. Was Sie nie sagen, ist, ob Sie irgendeine konstruktive Idee für Deutschland hätten, wie Sie Deutschland gut und konstruktiv verändern wollten. Sagen Sie das doch mal. Liebe Frau Will, das ist im Moment nicht unsere Aufgabe, sondern das Gelächter könnt ihr lassen. Unser Land geht uns verloren durch eine unter Rechtsbrüchen zustande gekommene Masseneinwanderung. Das ist doch Quatsch. Und wir werden diese Menschen leider alle behalten müssen, weil die viele gesellschaftliche Kräfte nicht abschieben und weil uns weder die Ungarn noch die Polen noch die Slowaken werden uns irgendeine Flüchtlingslast abnehmen. Aber das ist nicht nur das. Also keine Antwort darauf, was Sie konstruktiv einbringen. Wir wollen ganz einfach. Wir wollen das Land behalten, wie wir es bisher kannten. Eines möchte ich noch sagen, das ist mir auch am Donnerstag aufgefallen in der hochinteressanten Schlussrunde. Da haben Sie zugegeben, Herr Gauland, dass Sie gesagt haben, Sie hätten an ganz vielen Stellen dieser Themen, wo man eine konstruktive Idee einbringen müsste, kein Konzept. Zum Beispiel haben Sie gesagt, Sie hätten kein Rentenkonzept. Ja, da zitiere ich Sie richtig. Da habe ich gedacht, das ist ja echt lieb. Für einen 76-jährigen Mann, der 40 Jahre in der CDU war, der seit 3 Jahren Fraktionsvorsitzender in Brandenburg ist, der die sogenannten Altparteien, so nennen Sie sie, mit schärfster Kritik überzieht, dass der sich im Bundestag erstmal auf Welpenschutz zurückziehen will. Entschuldigung, Frau Will, das ist, ich sage es mal ganz deutlich, eine Unverschämtheit, dass Sie das so nennen. Aber das finde ich nicht. Ich habe Sie genau sauber zitiert. Nein. Ich habe Sie auch gerade noch mal gefragt, ob Sie konstruktiv etwas ein. Nein, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Wir haben als Partei, ich bin 76, ich habe schon in der CDU gelebt, das ist völlig richtig. Ich habe gesagt, wir haben als Partei, als AfD, kein Rentenkonzept, weil wir uns auf ein Rentenkonzept bisher nicht einigen konnten. Die Partei gibt es seit 2013. Und wenn Sie den Beginn der Grünen ansehen, dann wissen Sie, wie schwierig manche Fragen zu klären sind. Und da muss ich ganz deutlich sagen, ja, es gibt 2 Sichtweisen bei uns. Die einen sagen, das Rentensystem, wie es bei uns besteht, muss verbessert werden, aber das kann weiter bestehen. Und es gibt eine andere Gruppe, die sagt, das läuft 2030 gegen die Wand und deswegen hat es keinen Zweck. Wir müssen entweder zum österreichischen Modell oder zum Schweizer Modell gehen. Und diese Diskussion haben wir noch nicht geführt. Das hat mit mir persönlich und mit meinen 76, entschuldigen Sie, Frau Will, nichts zu tun. Herr Gauland, das ist genau der Punkt, der für uns entscheidend ist. Denn genau diese Ankündigung, dass man auf den wichtigen Feldern der Zukunft keine Antworten hat, aber dann polarisieren, das Land spalten, hetzen zum Teil, genauso wie Sie das eben gemacht haben auf Feldern. Ich will die Worte gar nicht wiederholen, die Sie benutzt haben. Das ist genau die Masche gewesen, die wir bei Trump erlebt haben. Das ist genau die Masche gewesen, die wir vor dem Brexit erlebt haben. Und ich glaube, es ist jetzt die Phase gekommen, für uns alle auch deutlich zu machen, Sie haben keine Antworten. Um es mal und klar. Dann muss man... Entschuldigung, Frau von der Leyen.
wenn ich von, vom Rentenkonzept spreche, nein, wir haben ein Programm, das können Sie lesen. Nein, das ist nicht eine Erfahrung. Doch. Es ist wieder mal eine Erfahrung, die die Welt gemacht hat. Es tut mir furchtbar leid. Wir haben ehrlich gesagt, wir haben kein Rentenkonzept. Aber in vielen anderen Fragen, das können Sie bei uns im Grundsatzprogramm nachlesen und im Wahlprogramm nachlesen. Ich lese nichts über Digitalisierung. Ich lese, dass Sie Europa verlassen und spalten wollen. Ich lese nichts über ein modernes Arbeitsmarktkonzept. Ich lebe nicht über ein modernes Bildungskonzept. Und das sind die Dinge, wo Sie keine Antworten haben. Aber ich finde, dass das, was in dieser ganzen schwierigen Situation etwas ganz Positives ist, dass all die Kräfte, und ich habe eben über den Brexit auch gesprochen, wir können weitergehen mit Le Pen oder wir können mit den Niederländern, Geert Wilders sprechen oder den Österreichern, all diese Entwicklungen führen Gott sei Dank dazu, dass in diesem Europa doch auch wieder die Menschen aufstehen, die das Europa weltoffen haben wollen, die eine offene Gesellschaft haben wollen, die Toleranz als europäischen Wert noch ganz oben anstellen. Ja. Und ich finde allein die Tatsache, dass wir den Pulse of Europe haben, also diese Bewegung, die wirklich vom Bund. Aber umso schlimmer ist doch, Frau von der Leyen, dass diese Partei es jetzt geschafft hat. Nein, aber es ist eine Chance für uns auch dieses nein, Europa, das zeigt eben, auch für Europa. Es ist ein Symptom dafür, was die Große Koalition an Verwüstung der politischen Debatte angerichtet hat, dass diese Partei so stark geworden ist. Das haben Sie beide zu verantworten im Kern. Und diese Partei, dieser Partei vorzuwerfen. Herr Jürgens, es ist ja nicht nur die Flüchtlingskrise, es ist ja nicht nur die Griechenlandrettung. Das ging mit der dämlichen Energiewende los. Es ist der Verlust an Rechtsstaatlichkeit. Was ist denn der Inhalt der CDU noch? Ich bin in einer anderen CDU groß geworden. Bei Walter Wallmann, bei Alfred Dregger, bei Manfred Kanter. Das ist der Punkt, den wir doch heute Abend sehen. Sie sind inzwischen nach rechts abgedriftet. Ich bin überhaupt nicht nach rechts abgedriftet. Und ich bin froh, dass ich in einer Partei bin. Ich bin froh, dass ich in einer Partei bin, die steht zu diesem Europa. Eine Partei, die zu den Werten Europas steht. Eine Partei, die zur Demokratie steht. Ich will nach vorne gucken. Da bin ich stolz. Ich will mit Ihnen gemeinsam nach vorne gucken. Ich verstehe bin nicht mehr stolz gewesen auf diese CDU. Ich verstehe hier, dass es ein großes Interesse daran gibt, die Wählerinnen und Wähler der AfD auch zurückzugewinnen. So verstehe ich Aber erst mal zu beschimpfen. Frau Schwesig, lassen Sie mich eine Zahl einbringen, die wirklich hochinteressant ist, die dieses Ergebnis heute zutage gefördert hat. Hat Jörg Schönborn gesagt, hat gesagt, es gab Nachwahlbefragungen von Infratest DIMAP und die befördern ein für Sie alle, Ausnahme von Herrn Gauland, schlechtes Ergebnis. Es gab Nachwahlbefragungen. 60% derer, die die AfD gewählt haben, haben sie nicht aus Überzeugung gewählt, sondern aus Enttäuschung über die bisherige Politik. Und da liegt doch der Hase im Pfeffer. Wie wollen Sie es also anstellen? Fange ich bei Ihnen an, Herr Kubicki, diese Wählerinnen und Wähler wieder zurückzugewinnen. Ja, zunächst einmal, indem wir sachlich differenziert argumentieren und nicht mehr nur denunzieren. Ich habe ja die AfD genau... Das habe ich jetzt akustisch. Dass wir sachlich differenzieren und nicht nur denunzieren. Ich habe die AfD ja bei mir auch im Parlament. Zu all den wichtigen Fragen machen Sie von Ihrem Rederecht keinen Gebrauch. Es geht immer um Integration, Flüchtlinge, Ausländer und Sorgen. Damit muss man umgehen. In Deutschland bestehen Sorgen. Und das Problem in der Vergangenheit war, dass diejenigen Parteien, die im Bundestag gesessen haben, das entweder nicht wahrgenommen haben oder ignoriert haben, weil sie es nicht für relevant gehalten haben. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen die AfD gewählt haben aus Protest gegen die Etablierten. Und man könnte ja sagen, es haben viele Menschen auch die FDP gewählt aus Frustration über die Etablierten im Deutschen Bundestag. Völlig egal. Wir werden die Auseinandersetzung aufnehmen. Wir sind eine Partei der vernünftigen Mitte. Wir haben von der AfD keine Furcht, im Gegenteil. Wir setzen uns mit denen auseinander. Da werden wir schon sehen, was davon übrig bleibt bei der nächsten Wahl. Denunzieren hilft jedenfalls nicht weiter. Mhm. Bekümmert Sie das eigentlich, Herr Gauland, dass Sie nicht aus Überzeugung... Bekümmert Sie das eigentlich oder finden Sie es irgendwie doof, dass Sie nicht aus Überzeugung, sondern aus Enttäuschung gewählt werden? Nein, das wissen wir. Das ist gar kein Problem. Es ist klar, die Unzufriedenheit mit den Parteien ist groß. Die Menschen auf der Straße fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Sie fühlen sich vor Entscheidungen gestellt, die sie nicht haben wollen. Und ich habe immer wieder in meinen Reden gesagt, der Bundestag ist ein Abnickorgan geworden. Entschuldigung, dass ich diese Parlamentarier hier beleidige. Ich habe noch als junger Mann in der DDR im Radio gehört, die großen Debatten zwischen Adenauer, Dehler, Heinemann.
zwischen Wehner, zwischen Willy Brandt und Barzel, Rainer Barzel, das war noch, da war das Parlament sozusagen der Resonanzboden dieses Landes und der Probleme. Die Leute sagen, wo gibt es denn irgendwas im Bundestag? Ja. Nennen Sie mir eine große Debatte über die Russland-Sanktionen, nennen Sie mir eine große Debatte über die Euro-Rettung, nennen Sie mir eine große Debatte über diese NSE-Geschichte und die Spionage. Findet in diesem Parlament statt. Und das werden wir erreichen. Wir werden diskutieren in diesem Parlament. Ich glaube, diese Debatte jetzt gerade um das Rentenkonzept ist ein schönes Beispiel. Die AfD wird nicht gewählt, weil sie ein Rentenkonzept hat oder es nicht hat. Das hier stimmt, die Wähler der AfD nicht wirklich, sondern die AfD ist eine Partei, die benutzt wird, um eine Botschaft auszusenden. Um so, die und haben Sie die Botschaft gehört? Und was machen Sie aus wenn der Botschaft? Wenn Sie mal Botschaft? Die AfD anschauen, wir haben die bei uns in Baden-Württemberg im Landtag, die Anträge, die werden hingerotzt, würde ich mal sagen. Also selbst in den schlimmsten Phasen meiner Partei, wo wir uns zerstritten haben, haben wir uns mehr Mühe gemacht, Parlamentarismus ernst zu nehmen. Ich kenne den Anfang der Grünen, lieber Herr Özdemir. Das stimmt nicht. Aber das ist nicht der Grund. Die werden nicht gewählt, weil sie fleißige Parlamentarier sind. Was machen Sie aus der Botschaft? Wir haben die Botschaft doch gerade verstanden. Was machen Sie daraus? Also müssen wir schauen. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Wir leben in einer Situation mit Digitalisierung, mit der Globalisierung, wo es eine dramatische Veränderung gibt. Und es gibt viele Menschen, die vor dieser Veränderung Angst haben, Sorgen haben, Verlierer zu sein. Die sammelt Herr Gauland mit seiner Partei ein. Unser Job besteht darin, dafür zu sorgen, dass wir den Leuten eine Heimat geben. Das heißt, wenn wir nicht auch über Gerechtigkeitsfragen reden, werden wir das Problem, glaube ich, nicht lösen. Wenn wir nicht anfangen, das, was da an dramatischen Veränderungen in der Gesellschaft passiert, auch vernünftig zu erklären. Und da muss ich jetzt sagen, da hat Herr Jörges auch recht, da hat die Große Koalition nicht so einen tollen Job gemacht, zu erklären, welche dramatischen Veränderungen erst noch auf uns zukommen mit der Digitalisierung, dann befürchte ich, werden die auch in Zukunft kein Problem haben, Wähler zu bekommen. Sie haben also ja recht, wir müssen gucken, dass wir die Probleme lösen, Fluchtursachen bekämpfen, Terror bekämpfen, gleichzeitig aber scharf eine Brandmauer richten gegen Leute, die nichts Gutes tun. Ja, aber das ist trotzdem noch ein Stück. Sie haben ja recht. Das bleibt Ihnen anders übrig. Aber die Situation ist viel dramatischer. Wir haben heute Abend gesehen, dass in Ostdeutschland mehr als 20% der Wähler AfD gewählt haben. Das heißt, wir haben eine scharfe regionale Trennung, auch soziale Trennung, zwischen den Wählerschaften in Ostdeutschland und in Westdeutschland. In Bayern, wo Herr Seehofer eigentlich AfD-Politik geredet hat, hat die AfD das größte Wahlergebnis unter den westdeutschen Ländern. Die ist stabiler verankert in einem rechtsradikalen, rassistischen, fremdenfeindlichen Milieu. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es das gibt. Es sind nicht nur enttäuschte Wähler, die sich sozial vernachlässigt fühlen. Wir haben es in Ostdeutschland mit einer verhärteten, rechtsradikalen Wählerschaft in Teilen, Gottlob nur, zu tun. Und das Interessante ist, dass ich halte Herrn Gauland nicht für Nazi, um es klar zu sagen. Aber das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, die meisten halten mich aber, der SPD für hören Sie Nazi. Sich das aber noch an. Das auch aber die diverse haben. Sätze, die Sie im Wahlkampf gesagt haben, waren verbal auf dem Weg zum Narzissmus. Unter anderem der Satz, dass wir stolz sein könnten auf die Leistungen der deutschen Soldaten. Herr Jörges, nehmen Sie es mir nicht übel. Lieber Herr Jörges, Sie kehren rechts alles ab. Das ich will dahin nicht und heute gucken. Jagen Sie. Und heute jagen Sie die anderen. Herr Jörges, Sie kennen die Antwort. Herr Gauland wird sagen, das hat der Mitterrand auch schon gesagt. Das haben wir doch schon das alles weiß gehört. Ich alles. Deshalb, zack, Sie haben das Jagen zur Sprache, das ich wird weiter so gehen. Auf die Zahlen im Osten, denn das ist erheblich. Schauen wir es uns gemeinsam an, Frau Schlesinger. Warum ist das falsch, wenn es Herr Mitterrand gesagt hat? Nein, wenn es ist nicht falsch. Ich weiß nur, dass es hier immer gleiches Argument ich ist. Ich habe manchmal auch andere. Gut, aber ich wollte das jetzt nicht noch mal singen, okay, den Text, den wir bereits gesungen hatten. Bitte, Frau Schwesig, Sie sind kenntnisreich unterwegs im Osten, auch aus Ihrer eigenen Biografie, aus dem Wissen um die Brüche in diesen Biografien, auch in der Biografie beispielsweise Ihrer Eltern. Wenn Sie sich das anschauen, dass im Osten die SPD 14,6% der Stimmen holt und die AfD 21,6%. Was ist dann schiefgelaufen? Und ich will noch eins hinzufügen, Sie hatten das schon mal einmal erklärt, den Aufstieg der AfD damit, die Menschen fühlten sich entfremdet von der Politik. Kommt das hier zum Ausdruck? Das kommt zum Ausdruck, das sehen wir. Das ist ganz klar, in ganz Ostdeutschland ist die AfD ganz stark geworden. Und Herr Gauland selber räumt es ein und alle Analysen zeigen das.
Die Leute wählen nicht die AfD, weil sie sagen, wir trauen denen zu, es besser zu machen, sondern sie wollen Protest wählen, Denkzettel verpassen. Ich habe ganz oft von Leuten gehört, mit denen ich darüber diskutiert habe, die zwei Dinge mir gesagt haben. Erstens, nein, wir müssen jetzt mal AfD wählen, damit ihr es auch mal merkt. Mhm. Und das Zweite, das muss man deutlich sagen, das Flüchtlingsthema, das haben wir im Osten nicht geschafft, die Menschen beim Flüchtlingsthema richtig mitzunehmen. Das war auch oft eine Kritik. Auch bei Leuten, die gesagt haben, wir sind nicht dagegen, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Aber ihr habt uns nicht darauf vorbereitet. Ihr habt es dann selber nicht gut gemanagt. Und ihr habt uns auch nicht dabei mitgenommen. Und diese drei Sachen, die die Bürger einem sagen, hat ja zum Beispiel Herr Seehofer auch ganz oft als Teil der Regierung gesagt. Also er hat ja, wie Herr Jörges gesagt, auch versucht, die AfD zu kopieren und diese Kritik zu bestätigen und zu vertiefen. Und so sehen es die Menschen. Und ich glaube, es kommen einfach zwei Dinge zusammen. Gibt es denn dann überhaupt einen klugen Weg? Ja. Herr Seehofer hat dann ganz offenkundig mit dem Ergebnis in Bayern keinen Weg gefunden. Gibt es einen, um die Wählerinnen und Wähler wieder zu gewinnen? Auf alle Fälle ist es falsch, die AfD zu kopieren. Und damit wurde ja auch die Regierung gespalten. Es gab eben Teile in der Regierung CDU und SPD, die versucht haben, dieses Thema Flüchtlinge eben im Griff zu haben und zu kommunizieren. Das ist uns nicht gut gelungen, sonst hätten wir dieses Ergebnis nicht. Das müssen wir ganz klar sehen. Und dann gab es halt den anderen Teil, Herr Seehofer, der ja jeden Tag gesagt hat, auch das sagt, was Herr Gauland sagt, Rechtsbruch, ihr macht es falsch. Also das ist beim Flüchtlingsthema wirklich auch mitnehmen und kommunizieren schiefgegangen. Und da hat eben auch Herr Seehofer einen Anteil daran. Aber Sie auch, weil ja, Sie natürlich, haben das auch die Menschen das habe ich schon erreicht. Gesagt. Aber ich meine nur, er hat ja auch diese Kritik verstärkt. Und das ist ein bisschen schräg, wenn man zusammen in einer Regierung ist, dass die dann auseinanderläuft. Frau Schwesig, der zweite Punkt, das spielt in Ostdeutschland ganz stark eine Rolle, dass die Ostdeutschen oft das Gefühl haben, dass ihre Lebensleistung und ihre Umbrüche auch nicht anerkannt werden. Ich will ein Beispiel nennen. Diese Rentenangleichung, dieser lange Fahrplan, schon kurz nach der Wahl hat man damals den Ostdeutschen versprochen, das wird angeglichen. Und wir haben jetzt einen Fahrplan, der eben weit über, also erst 2025 endet. Und ich weiß, Frau von der Leyen sagt gleich wieder, aber die Renten sind doch im Osten höher gestiegen als im Westen. Mhm. Aber darum geht es den Menschen gar nicht in erster Linie. Geht es darum, dass sie genauso mit ihrer Lebensleistung anerkannt werden wie die Westdeutschen, dass wir wirklich ein gemeinsames Land sind. Und da gibt es noch große Unterschiede. Und jetzt mal ganz selbstkritisch bezogen auf meine Partei will ich sagen, wenn wir in ganz Ostdeutschland im Bund mit 15% abschneiden, obwohl wir wiederholt Landtagswahlen gewinnen, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, dort stärkste Kraft sind, auch parallel in den Umfragen, dann müssen wir uns fragen, was macht die SPD da auch falsch? Und deswegen finde ich, dass die Themen der Ostdeutschen viel stärker eine Rolle spielen müssen und dass wir auch mehr Ostdeutsche haben müssen, die bundesweit für uns präsent sind. Noch mehr macht die CDU falsch, glaube ich, in den ostdeutschen Ländern. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, da, wo sie stark ist, wo sie in Thüringen unter anderem, wo sie die Dinge über viele Jahre hat laufen lassen und zugesehen hat, weil sie das für eine vorübergehende Erscheinung gehalten hat, wie sich rechtsradikale Milieus rausbilden, wie Menschen auf Straßen angegriffen werden, wie Flüchtlingsheime angezündet werden und. Das hat man laufen lassen. Ich will mal nur Sachsen als Beispiel nehmen. Da ist die CDU im Kern verantwortlich. Ich habe den Eindruck, sie hat es bis heute nicht begriffen. Und sie tut nichts dagegen. Schauen wir mal. Jetzt kurzfristig auch nicht zu lösen. Da haben sich Einstellungen in den Köpfen von Menschen gebildet, die werden mutmaßlich, fürchte ich, ein oder zwei Generationen überleben. Schrecklich. Mit diesem Deutschland leben wir. Da haben Sie recht, aber die Verwüstungen, die die SED dort hinterlassen, völlig richtig. Darf man auch nicht aus der Verantwortung. Ich möchte mal mit Ihnen gucken, Frau von der Leyen, auf die Wählerwanderungen. Darf ich danach aber zu dem Punkt? Ja, genau, weil das ist auf Sie gemünzt, wenn Sie so wollen, beziehungsweise die Zahlen müssten Ihnen was sagen. Mhm. Wo kamen die Wählerinnen und Wähler her, die jetzt heute die AfD gewählt haben? Und da hat die Union in der Tat die meisten auch noch gegenüber den Nichtwählern abgegeben, nämlich 1,07 Millionen. Was gibt Ihnen das auf an möglicherweise auch Vorlagen für eine satte Selbstkritik, dass Sie diese Menschen nicht mehr erreicht haben, von denen ich sicher bin, dass Sie sie gerne wieder erreichen würden? Ja, das ist auch die Aufgabe. Und deshalb bin ich nicht der Meinung, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD rechtsradikal sind. Nicht alle, das ist ja klar. Ja, aber ich bin trotzdem, damit kommen wir ja überhaupt nicht weiter, wenn wir dann einfach sie in diese Ecke packen. Nein, im Gegenteil. Pauschal nicht. Dahinter, ja, gut, dann ist ja das auch klargestellt an dieser Stelle. Nein, man sieht 1 Million etwa von der Union gewandert zur AfD und auch von der Linken und der SPD etwa 1 Million. Also es ist ein breiteres Phänomen, das dort stattfindet. Und Frau Schwesig, wir haben ja
Hinter dieser ganzen Entwicklung liegt die Erfahrung in der Globalisierung mit der Flüchtlingsbewegung, der Fluchtbewegung nach Europa ein. Ich will jetzt gar nicht die einzelnen Punkte wieder nennen. Aber dieses Land hat ja auch gewaltige Umwälzungen mitgemacht in den letzten 2 Jahren. Und wir haben gemeinsam einen politischen Prozess auch entwickelt mit viel Streit und viel Auseinandersetzung, der aber auch Fortschritte mit sich gebracht hat. Wenn ich mir heute die Diskussion angeschaut habe im Bundestagswahlkampf zum Thema Fluchtbewegung und Integration und was kann man eigentlich tun, um die Flüchtlingsströme zu reduzieren und einzudämmen, ist viel breiteres Wissen vorhanden. Wir sind uns klar über die Frage des Asyls, also die kleine Gruppe. Mhm. Wir haben rausgearbeitet, dass es Kriegsflüchtlinge gibt, die kommen, die brauchen Schutz, die müssen aber zurückgehen in ihr Land, wenn Frieden wieder dort herrscht, um das Land auch wieder mit aufzubauen. Und wir haben inzwischen einen breiten Wissenskonsens auch darüber, dass unser Hauptproblem die Frage ist der Menschen, die versuchen, hier Arbeit zu finden, illegal kommen und deshalb herkommen und deshalb der Schutz der Außengrenzen und die Arbeit in den Nachbarländern. Das ist doch nicht das neu. Sie war tun, vor, das neu. Nein, das war vor 2 Jahren unmöglich darüber, ja, bei Ihnen, in der CDU. Wir haben darüber, nein, wir diskutieren das war unmöglich, 1996 in der Differenzierung, in der öffentlichen Diskussion dazu sprechen. Und deshalb will ich nur sagen, das, was sich im Augenblick auch abgespielt hat um Europa herum, was Europa in den letzten 2 Jahren ja auch an eine Zerreißprobe gebracht hat, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Klar, aber Sie haben vielleicht nicht gesagt, Mensch, Frau von der Leyen, wir haben 20% AfD in Ostdeutschland. Genau deshalb, wir haben 13% bundesweit in Bayern, haben in Baden-Württemberg. Da können wir heute deshalb nicht so tun, als ob wir ja alles auch, richtig dass gemacht dass Sie keine Rechtsradikalen also, sind, sondern dass wir ja uns stärker bemühen müssen, auch zu erklären, dass auf die Dauer wir nicht die einfachen Antworten der AfD. Aber Frau von der Leyen, Frau von der Leyen, müssten Sie nicht mal darüber nachdenken, warum die Union alle ihre Inhalte verloren hat? Ich habe das weiterhin für die Welt noch erlebt im Berliner Kreis, wo versucht worden ist, Herr Gauland, ja, wo versucht worden ist, die Union im konservativen Bereich zu halten. Herr Gauland, da wurden wir behandelt wie der letzte Dreck. Entschuldigung, ich muss auch mal dazwischen gehen. Machen Sie, ich mache das ungern bei Ihnen. Achso, Sie waren fertig. Ja. Gut. Herr Gauland, das ist. Na, was genau er angesprochen hat, ist ein interessanter Punkt, Frau von der Leyen. Ja, also, er hat auch die Uni Leipzig in einer Analyse gesagt über die Motivlage derer, die die AfD gewählt haben. Und dann kommt eben raus, das finde ich bemerkenswert, das muss man sich mal vor Augen halten, es ist nicht wirtschaftliche Not. Es sind auch nicht Menschen, die bildungsfern sind, sondern sie fühlen, so nennt das die Uni Leipzig, eine kulturelle Entfremdung von dem, wie sich unsere Gesellschaft hin zu einer offenen Gesellschaft verändert hat. Dinge auch, die die Union oder auch die CDU sicherlich jetzt sinnfällig von der CDU unterscheidet, in der sich Herr Gauland viele Jahrzehnte lang zu Hause gefühlt hat. Ist das eine Veränderung, die Sie sagen, die ist jetzt so, dann bleibt auch die CDU gerne bei 32%, und die Union insgesamt? Oder sagen Sie, nein, da gehen wir noch mal dran. Wir schauen uns den konservativen Kern unserer Partei an, um da wieder sehr viel mehr Menschen anzusprechen, als Sie das bislang tun. Wir können uns niemals mit diesem Ergebnis zufrieden geben. Gar keine Frage, müssen wir uns selber auch fragen, wo die Fehler. Aber mehr als und die mitnehmen, ganz ehrlich, haben Sie nicht gesagt, nein, bislang. Aber, viel Selbstkritik, ja, war nicht. Aber das darf dafür in die Richtung von Herrn Gauland zu gehen und die Antworten zu geben, die wir von Ihnen gehört haben, mit dem Schießen an der Grenze auf Frauen und Kinder, ich hab mit dem nicht Abschotten, Frau von Storch, nein, ist nicht das immer wieder dieselben doch, Dinge. Doch, müssen nein, wir schon sagen, das sind, war überhaupt nicht die Rede. Das sind Ihre Positionen, nee, ist, in der AfD. Es ist wie mit der Nazi-Keule. Hören Sie mal bitte auf mit diesem. Sie müssen das ertragen. Wir haben nicht Sie haben auf Frauen und Kinder gesagt schießen wollen. Sie wollen haben gesagt, diese Sätze auch gesagt. Auch ja, Frau Petri hat das nicht gewollt. Sie wollen Boateng nicht als Nachbar und Sie wollen Frau Özel. Aber Frau von der Leyen, ganz ehrlich, wie geht ein cleverer Umgang mit der AfD? Ich möchte nicht, dass nicht immer wieder wie eine verfolgte Unschuld darstellen ich lässt. Ich möchte nicht, dass wir versuchen, der AfD den Spielraum zu lassen, über diese Themen in dieser für meine Begriffe widerwärtigen Art und klebrigen Art zu sprechen, sondern ich möchte, dass wir weiterhin darum kämpfen, dass in einer Welt, die sich so verändert, wie wir das erleben, wir als Deutsche und als Europäer vor allen Dingen mit unseren Werten auch in der Lage sind, unsere Werte zu leben,
auch das richtige Maß an Zuwanderung, das ist das Thema, Einwanderungsgesetz oder Fachkräftezuwanderungsgesetz, das richtige Maß an Zuwanderung zu haben, Regeln selbstverständlich auch durchzusetzen bei allen, die hier bei uns leben, das ist gar keine Frage, aber dennoch weltoffen zu bleiben, ja, weil wir wissen, dass das von der Leyen, für uns die Zukunft viele Menschen ist. Haben den Eindruck, dass die Probleme nicht gelöst werden. Das sind alles ja, richtige aber Gesetze. Deshalb heißt Lassen Sie es doch mich nicht das bitte aufgeben. Sagen. Sie haben, die CDU hat bis heute nicht begriffen, dass für die Bewältigung der Integration vielleicht ein Bundesministerium für Integration, Migration und Flüchtlinge notwendig wäre. Ich hoffe, dringend. Sie setzen sich durch. Ja. Darauf wächst die AfD, auf dem Gefühl vieler Menschen. Die CDU-Führung schiebt die Sache weg und kümmert sich nicht drum. Wir reden inzwischen, angestoßen von der FDP, über ein Digitalisierungsministerium. Und Sie reden bis heute nicht über ein Integrationsministerium. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die freiwillig sich um Flüchtlinge kümmern, äußern die heute den Eindruck, den bitteren Eindruck, dass da möglicherweise Generationen von jüngeren Flüchtlingen verloren gehen, weil man sich nicht richtig um die kümmert. Also bitte ändern Sie Ihre Politik endlich. Aber können wir uns nur für die Fakten darauf verständigen, wenn der Kurs, dass die Union stärker in die Mitte geht, der Grund war für die Wahlniederlage, hätte doch die CSU in Bayern besser abschneiden müssen, hat sie aber nicht. Natürlich. Das heißt, offensichtlich ist die These nicht ganz richtig, dass ein Kurs in der Mitte abgestraft wird. Ich bin fest davon überzeugt, wenn die Union auf den Kurs gehört hätte, wie ihn Herr Gauland vorschlägt, dann hätte die Union jetzt noch ein viel schlimmeres Ergebnis. Also Vorsicht mit solchen vorschnellen Rückschlüssen. Ich glaube, das Problem liegt tatsächlich, wie Sie angedeutet haben, darin, dass die Aufnahme der Flüchtlinge nicht gerade großartig gemanagt wurde in der Politik. Schauen Sie sich an, wie lange das gebraucht hat mit den Verfahren. Schauen Sie sich an, dass Verfahren durchgewunken worden sind, dass so ein Marco A., der bei der Bundeswehr ist, kein Wort Arabisch kann, auf einmal als syrischer Flüchtling anerkannt wird. Ah. Das sind natürlich alles Dinge, die sorgen für Verunsicherung. Und da gibt es eine Partei, die versucht, daraus Honig zu saugen. Das müssen wir besser machen. Die nächste Regierung muss das Integrationsproblem zur Chefsache machen, muss dafür sorgen, dass die Leute schnell arbeiten, schnell Deutsch lernen und in unsere Verfassung integrieren. So ist das. Herrlich, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, an dem ich am Anfang schon mal ran wollte. Ich wollte gerne Ihre Koalitionsverhandlungen hier schon mal live im Fernsehen führen. Das haben Sie leider nicht ganz genauso mitgemacht, wie ich es erhofft hätte. Aber ich will mal eins festhalten. CDU und Grüne doch schon hier. Sie sind sich schon einig. Ja, CDU und Grüne sind sich ja schon einig. Aber ich will eins noch mal. Wollen Schiedsrichter spielen, oder wie? Ich würde Ihnen raten, Herr Özdemir, dass Sie zunächst mit uns reden, bevor Sie mit der Union reden. Das ist eine Erfahrung, die wir in Jamaika, in Schleswig-Holstein. Und ich würde Ihnen raten, dass man solche Gespräche nicht im Fernsehen führt. So als kleiner Tipp. Was ich aber noch mal sagen will, auch. Ich finde es sehr cool, dass. Ich kann mich daran erinnern, dass der Genosse Trittin mir hier auch schon mal einen Rat gegeben ganz hat. Ganz genau. Die zum genauen Gegenteil geführt hat. Über den sich Herr Habeck dann furchtbar geärgert hat. Diejenigen waren, die mit den Transparenzforderungen waren. Transparenz ist schön und gut, aber manche Sachen bespricht man, glaube ich, dann, wenn man es ernst meint, so, dass man es auch ernst führt. Ja. Ich will eins auch noch mal ganz ernst sagen. Wir haben geschaut auf die AfD. Wir haben auch geschaut, was die Wählerinnen und Wähler der AfD den restlichen Parteien aufgegeben haben. Aber es sind immerhin nur 13%. Dagegen stehen 87%, die anders gewählt haben. Das finde ich ist auch noch mal wichtig festzuhalten. Ich frage mich, oh, Frau Schill. Ja, und da kommen wir jetzt wieder zu. Ist dieses Parlament damit ein besseres Abbild der Gesellschaft in seiner Vielschichtigkeit, als es das zurückliegende, mindestens in den zurückliegenden 2 Jahren war, Herr Jörges? Ganz sicher. Ich meine, das ist der positive Aspekt dieser Wahl. Es gibt viele Zweifelhafte, das ist der positive, dass wir ein Parlament haben, in dem und zwar zum ersten Mal seit 1953, muss man sagen, in dem alle wesentlichen Strömungen der deutschen Politik vertreten sind. Das kann für die Demokratie nicht schädlich sein, sondern eigentlich nur nützlich. Und dann ist die Frage, wie die da miteinander umgehen. Mhm. Das ist offen. Auch wie sie da auftreten, ist offen. Das muss man einfach abwarten. Aber im Prinzip ist es gut, weil der letzte Bundestag war schrecklich. Ja. Ich bin ganz zu Anfang in den Bundestag gegangen, um zu gucken, wie die dort unter Bedingungen dieser großen Koalition reden und miteinander umgehen. Und das war grauenhaft. Das heißt, die zwei kleinen Fraktionen waren nicht in der Lage, über die Jahre hinweg eine funktionsfähige, starke Opposition zu formieren. Und sie haben ja auch, das muss man einfach sagen,
Sie haben auch versagt, in der Flüchtlingspolitik die kritischen Aspekte als Opposition zur Sprache zu bringen im Bundestag. Das hat auch die CSU nicht getan. Das hat man ihr nämlich erspart, weil nie ein Beschluss über die Flüchtlingspolitik im Bundestag gefasst worden ist. Wenn der zur Abstimmung gestellt worden wäre, hätte ein Teil der CSU dagegen stimmen müssen. Auch das wäre schon interessant gewesen. Und ich sage, auf diesen Teil des neuen Bundestags, was die Debattenbreite und vielleicht auch Schärfe angeht, da freue ich mich drauf. Sie nicht, Frau Schwesig? Sie sagten gerade, sehe ich ganz anders. Also ich sehe es deshalb anders, weil ja die Frage war, also ich erhoffe mir auch mehr Debatte. Das ist auch das, wo wir jetzt in der Verantwortung stehen, als größte Oppositionsfraktion, sage ich mal, da wieder die Unterschiede deutlicher zu machen, damit wir mehr Menschen mitnehmen. Aber die Frage war ja, ob das jetzt der bessere Bundestag ist. Und nein, die Frage war, ist es ein besseres Abbild der Gesellschaft? Ich glaube ja nicht, dass die AfD tatsächlich die Wählerinnen und Wähler abbildet, weil ein Großteil der Wählerinnen und Wähler ja selber sagt, auch in den Umfragen, wir ertrauen denen gar nicht zu, die Probleme zu lösen. Das ist für uns vor allem, das ist für uns vor allem Denkzettelwahl. Und weil die AfD, und so erlebe ich sie in großen Teilen, tatsächlich gar nicht die Interessen und die Sorgen und Ängste ihrer Wählerinnen und Wähler ernst nimmt, sondern sie benutzen sie als Geschäftsmodell. Sie haben es hier heute selber gesagt, Herr Gauland, Sie haben gesagt, umso mehr wir provozieren und Sie sich darüber aufregen, umso mehr steigen wir. Rente? Nein, da brauchen wir nichts zu sagen. Rente ist das, was die Menschen am meisten umtreibt, junge und ältere Generationen. Und Sie sagen, nee, brauchen wir gar nicht. Ich habe gesagt, wir haben es noch nicht, Frau Schwesig. Drehen Sie mir nicht das Wort im Mund herum. Deshalb glaube ich, dass die AfD eben gerade nicht die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler vertritt, sondern eher... Ich habe ja hier auf das breitere Parlament geschaut. Ich meine auch diese Ängste und Sorgen. Die FDP ist wieder mit dabei. Und eher brandgefährlich. Und das ist gut so. Ist das gut, dass die FDP wieder dabei ist? Das werden wir noch sehen. Nein, das ist eindeutig gut, dass der Liberalismus überlebt hat. Entschuldigen Sie. Geben Sie mich mit so kleiner Münze raus. Das ist gut. Ich habe meine Dinge noch so stehen vor Augen. Mein Tag ist gerettet, wenn ich das sehe. Herr Kubicki hat das schon verstanden, wie ich das gemeint habe. Selbstverständlich ist es gut, wenn ein Parlament in so einer Breite abgebildet wird. Ich grenze, setze aber ganz klar die Grenze bei der AfD. Und da meine ich die Funktionäre der AfD und nicht die Wählerinnen und Wähler. Weil die halte ich für brandgefährlich. Weil so gemütlich und nett, wie sich Herr Gauland gern in die Runde setzt, war ich heute nicht. Ist sie gar nicht. Sie ist brandgefährlich. Ja. Sie wird versuchen, unsere Republik... Die bösen Sätze sagt er nur außerhalb, um Recht zu kassieren. Ja. Und ich sage Ihnen, sowas hatten wir schon mal im Deutschen Bundestag. Und ich finde, meine Generation, die friedlich aufgewachsen ist, steht in dieser Verantwortung, weiter dafür zu sorgen. Ich sehe das bei der AfD nicht. Ist dieses ein besser zusammengesetztes Parlament jetzt, Herr Kubicki, weil die FDP wieder drin ist? Ja, Sie erwarten von mir jetzt nicht, dass ich Nein sage. Also aber Sie würden uns überraschen. Selbstverständlich, aber ich sehe jetzt gerade bei den Hochrechnungen, die AfD ist unter 13%. Die Grünen sind von uns genauso weit entfernt wie wir von der AfD. Nehmen wir auch den Wettbewerb einfach mal auf. Also wie klein machen wir uns eigentlich? Als sei das jetzt, wie gesagt, eine große Partei, die jetzt die Republik aus den Angeln hebt. Wir sind doch stark genug, damit fertig zu werden. Meine Frau würde sagen, das ist wie ein Stein im Schuh. Ja. Es stört, aber kann man ertragen, oder was soll das heißen? Herr Kubicki, wird ein spitzer Stein. Warten wir es doch mal ab. Ich sage, Herr Gauland, die AfD hat in Schleswig-Holstein nicht mal halb so viel Stimmen bekommen wie wir. Das zeigt doch, wo man gehen kann, wenn man ordentlich mit ihnen umgeht. Herr Jorges, Sie schreiben in Ihrer Kolumne, das sei die letzte Bundestagswahl gewesen, bei der Angela Merkel noch einmal angetreten ist. Und Sie vermuten, sie werde den Parteivorsitz schon 2018 nicht etwa an Ursula von der Leyen abgeben, sondern an Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch weil das Frau von der Leyen sich ja brennend aus eigenem Interesse interessiert. Wie kommen Sie drauf? Ja. Weil es wichtige Signale schon vor dieser Wahl gegeben hat. Und die Wahl war das letzte, deutlichste Signal, wie schmal die Machtbasis von Angela Merkel geworden ist. Das hat sie auf dem eigenen Parteitag gesehen. Da hat sie unter 90% Wahlergebnis bekommen. Da hat man schon gemerkt, hier stimmt was nicht mehr. Dann hat sie, als Martin Schulz anfing, innerhalb von 2 Wochen, hat die SPD 10 Punkte gewonnen. Bei den Männern lag Martin Schulz 7 Punkte vor Merkel, in Ostdeutschland 5 Punkte. Das heißt, damals gab es eine Wechselbereitschaft. Sie hat jetzt in Ostdeutschland im Wahlkampf auf den Marktplätzen eine Gegenstimmung erfahren, die sie noch nie erlebt hat. Sie hat ja jetzt angekündigt bekommen, dass sie gejagt wird von Herrn Gauland. Und ich glaube, auch nach 12 Jahren oder dann vielleicht 14, noch weitere 2, ist es auch langsam Zeit, wirklich ernsthaft. Weil ich glaube, dass dann ein Überdruss an Angela Merkel einsetzen kann, von dem ich nur hoffe,
dass sie so klug ist, ihn rechtzeitig zu erkennen. Und ich glaube, im Prinzip muss ich leider sagen, den Herren hier, den Versammelten, nur Frauen sind so klug, das zu erkennen im Prinzip. Und ich glaube, ich hoffe, dass sie das sieht und rechtzeitig sich zurückzieht. Das und haben bei der Sie jetzt CSU, selber gesagt, dass Männer nicht so klug sind. Ja, bei der CSU haben Sie selber müssen, damit gemeint. Bitte? Ja, bitte. Bei der CSU müssen es, glaube ich, wenn es die noch gibt dort, ein paar selbstständig denkende Menschen regeln, dass Herr Seehofer den Abgang findet. Nee, ich wollte Ihnen nämlich dann noch die traurige Nachricht mit auf den Weg geben, Herr Jörges, dass Sie 2013 schon mal was Ähnliches geschrieben hatten. Da hatten Sie nämlich geschrieben, zur Wiederwahl 2017 jedenfalls möchte Sie, Angela Merkel, sich nicht mehr stellen. Ja, das also hat auch gestimmt. Sein, dass Ihre können Sie sich erinnern, dass Angela Merkel, wie lange sie gezögert hat, Ende vergangenen Jahres? Jörges, sie hat es gemacht. Aber jetzt macht sie es nicht mehr. Mit dem schlechtesten Wahlergebnis seit 1949. Den Punkt, den Sie oder die Punkte, die Sie eben Angela Merkel persönlich angelastet haben, die müssen Sie bitte der gesamten Union anlasten. Gut. Also das ist erstmal der Punkt, den ich ganz wichtig finde. Machen wir. Und ich bin als Verteidigungsministerin sehr viel in der Welt unterwegs und erlebe, welche unglaubliche Hochachtung die Kanzlerin hat international. Auch für die Tatsache, wie sie unser Land und viele andere mit durch Krisen geführt hat. Und ich glaube, das ist ein Pfund, mit dem sollten wir auch wuchern. Und wir wissen genau, was wir an ihr haben. Ich glaube, dass ich... Damit hören wir jetzt auf. Ausland, jetzt auch verändern. Kurz und gefragt, bleiben Sie Verteidigungsministerin, weil Sie es gerade noch mal extra gesagt haben? Es gibt eine Reihenfolge, die hier auch ganz klar ist. Wir wollen erstmal eine stabile Regierung bilden, das ist das Allerwichtigste. Gut, dann hören wir da in den nächsten Tagen und Wochen nach, wer nun welches Amt bekommt und welche Regierung sich überhaupt bildet. Ich bin Ihnen dankbar für die Diskussion. Nach uns kommen die Tagesthemen. Herr Özdemir, Ingo Zamperoni macht weiter mit der regulären Ausgabe der Tagesthemen. Danke.